Dann würde ich jetzt auch mal die Aufnahme starten und sag mal Hallöchen Flo, Hallöchen Flo Stream, Hallöchen meine YouTube-Zuschauer. Willkommen zur neuen Runde DDSS. Okay. Jo. Hallo auf jeden Fall und ich war das Ding einfach mal, ich weiß nicht, ob wir es brauchen wirklich, ich habe es einfach mal weggeschmissen, weil das Ding ist auch relativ günstig herzustellen. Reden Sie weiter, junge Frau. Nee, ich hatte gerade kurz überlegen, was ich machen wollte. Ich werde mal ganz kurz den Filter hier unten mal disablen. Also, dass die Kohle mal wieder dort reinkommt. In die Kiste. Also falls du Netherquarz brauchst, wir haben da auch eine ganze eine schöne Menge und ich mache jetzt auch schon was. Bumpy? Wir haben jetzt kurz keinen Strom mehr. Ist mir egal, ich bin eh nicht zu Hause. Halt, ich muss mein Jetpack noch laden, bevor ich das jetzt tue. Ich reiß trotzdem den Hauptstrom ab. Hast du dein Jetpack gerade eben geladen? Ach ne, halt, das ist die falsche Maschine. Ja, da arbeiten jetzt nächstes Mal unsere Hilfsgeneratoren ein bisschen effizienter. Ja, außer die eine, die eh nur 4F pro Tick verteilt. Aber du merkst, wenn es nicht da ist. Merkst du es? Ja, das merkst du, weil hier unten diese Maschine zum Aufladen, die ist nicht gerade die schnellste gerade eben. Jetzt warte. Ach, du hast die CO2-Paneele wohl schon fertig? Ja. Ach so, so schnell. Ja, ich kann die Stufe 1 Rahmen erstmal lassen und erstmal nur die Panels austauschen. Das geht auch. Ach so. So, jetzt machen wir 729 Hf pro Tick. Wenn Sonne ist. Jetzt machen wir schon mal 300 mehr. Ja, also man merkt da unten den Unterschied zumindest, den kleinen. Oh, ich glaube, ich darf dann erstmal bei mir. Ich glaube, wenn du dann fertig bist mit der Aufnahme oder so, müsste ich dann mal ganz kurz AFK gehen. Also, mal für zwei, drei Minuten, weil meine Katze hat mir gerade eine Liebesbotschaft hinterlassen. Oh, aber nur 2-3 Minuten. Oh, ja. Eine Maus oder ein Vogel? Naja, ich sag's mal so, der ist wahrscheinlich das Essen heute nicht bekommen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und hat man wieder so wie ein Haarbein rausgeholt oder irgendwie sowas. Müsste natürlich. Ne, Tier 2 selber, Tier 2? Tier 2 wäre teuer. Ist noch zu teuer. Weil dafür bräuchte ich 25. Oh, nee. Gut. Wir bleiben erstmal so beim Strom. Na gut, weil ich wollte mich dann wieder mal ransetzen. Ach nee, da braucht die meiste. Du wolltest irgendwo hin. Du wolltest gehen und hat. Ja, ich bin dann mal weg. Die Kartoffeln sind eingepackt. Ja, jetzt habe ich gar keine mehr, ne? Wollte eigentlich gucken. Ich mache noch mal ganz kurz was, bevor ich hier weiterlaufe. Wann war das denn? Wo war das denn? Ich könnte Seetank. Hatte ich doch irgendwo. GUI. Small. Normal. Machen wir mal Platsch. Dann brauche ich hier mal die. Controls. Und dann brauche ich Hammer. So, ich habe mir jetzt mal meinen Hovermode wieder eingeschaltet, weil das ist mir dann doch lieber. Nee, brauche ich nicht. Wozu bräuchte ich denn jetzt Salz? Also, Käse wollte ich machen. Käse. Käse.
Ich glaube, so viel Käse kann ich gar nicht machen, wie ich brauche. Also für mich kriege ich von den Kühen nicht. Du bist Boxy. Dich nehme ich mal mit. Nee, ich werde mich jetzt mal, mich mal auf die Suche nach wenigstens ein bisschen Eisen begeben. Mach das. Und vielleicht auch noch mal so ein paar andere Erze mitbringen. Und dann werde ich mich, denke ich, mal so schon mal so also dass wir die in der Maschine fertig bauen wegen dem Stahl. Und dann geht's, denke ich. Und dann werde ich mich, denke ich, mal ransetzen und mal unsere Produktion da unten mal ein bisschen ausbauen. Aber nur so ein bisschen. Oh, was habe ich gesagt? Wie viel bräuchte ich für den Käse? 3. Ich krieg 4 raus. 8 bräuchte ich. 8 mal 3. 24 passt. Ja. Ich habe Bienen-Insekt, okay. Oh, hallo. Auf welcher Höhe gab es gleich nochmals Meistereisen? Das weiß ich nicht. Iron. Zeig mal hier. Wir sind. Ja gut, Dimension 1. Die Dimension 0 sind wir noch. Müssten 0 sein, ja. Oh, Wampi, ich sehe gerade was. Hm? Wir brauchen unbedingt die Rakete. Was war denn Dimension 7? Das war Twilight Forest, ja. Ne? Na gut, Höhe 12, das ist ja unwahrscheinlich. Ne, auf dem Mond haben wir nämlich die höchsten Chancen, Eisen zu finden. Ja gut. Höhe 8. Okay, Höhe 8 muss ich gehen. Spitzhacke, wir gehen mal auf Höhe 8. Das 18 und Silber. Es wird dunkel. Der Bohrer kann man auch noch mitnehmen. Den kann ich nicht mal hier anfangen. Oh Gott, Wampi, ich muss sagen, hier unten, wenn du hier unten mal so die Minimap betrachtest, das sieht schon lustig aus. Nee. Du bist bei uns unten in der Nähe. Ja, aber ich finde es interessant, dass man trotzdem immer noch was findet. Na ja, gut, wir haben es jetzt so ziemlich am Anfang vermeiden, beziehungsweise nicht flächig, weil wegen Monster. Aber hier unten, da hast du so richtig kleines, ja. Nennst du es einfach mal das Gängesystem. System kannst du es ja auch nicht nennen. Oh, Lithium. Osmium. Wabi. Ja. Hab die erst gefunden. Bin noch gerade im Überlegen, ob ich eventuell noch ein bisschen weiter runter gehe und dann gleich nochmal. Obwohl, das darf ich ja hier finden. Mal gucken, vielleicht finde ich noch ein bisschen Platin. Nebenbei noch mit. Unwahrscheinlich. Also selten. Ja, wo ich sag mal so, wir haben es ja bald geschafft mit der Quest. Ja, nach wie vielen Folgen. Und dann ist es, kannst du gar nicht gucken, so schnell ist das Zeug dann weg. Ja. Ich glaube, Platin sieht zwar uns noch zu teuer, ne? Ja, das waren glaube ich Tier 4 oder Tier 5 sieht. Ich glaube, Tier 4 ging ja noch, aber ich glaube, Tier 5 oder 6 ging ja nicht mehr. Wir brauchten, glaube ich, also für Platin jetzt braucht man glaube ich 36 Platin insgesamt. Mal, weil sonst hätte ich nämlich gesagt gehabt, weil du brauchst ja 4 Blöcke und nee. Doch, nee, 2 Blöcke brauchst du ja und
zwei Blöcke und nochmal ringsrum nochmal so ein bisschen glatterer Goldstoff. Also hätte man mich gleich sagen können, hätte man als erstes Platin-Seeds machen können, bevor wir irgendwas anderes machen. Naja, ich hätte eventuell immer noch eine andere Idee, was man zuvor machen könnte. Platin-Seeds, Tier 5 war das nämlich. Mit diesem Solarium und... Das Solarium herzustellen, das ist kein Problem. Solarium-Barren. Wie gesagt, mittlerweile hab ich mich ja immer so ziemlich einmal quer durch die, Blood-Infused Iron, das wäre eigentlich auch kein Problem. Hallo Minsis, hallo Dungeon. Ich glaube Tier 4 war, oder war Tier 4 das Problem? Mit diesen Dionit und Terrax und Inner... Ja, das Terrax war es, glaube ich, weil wir brauchen dafür ja, Jauxum, Ovium und Karmesin-Fluid. Jetzt ist Karmesin kein Problem. Ovium? Ovium ist auch kein Problem. Das Zeug, und Jauxum. Das Jauxum ist ja immer das Problem. Und davon haben wir nicht allzu viel. Ah, stimmt, das ist ein Erz. Das sind auch schon durch. Perfekto. Lithium. Gummi. Ich brauche jetzt viel zu viel Öl. 1, 1, 5. Okay. Kriegt da 2. Oh, Mambi, ich habe was Schönes gefunden. Was denn? Uranium-Ohr. Wie war das? Wollte man sich eine Atombombe bauen? Das wäre vielleicht was für ein Abschluss, wenn es geht. Wenn wir ganz fertig sind, so zum Schluss sagen, klar. Du scheiß Goblin, geh weg. Das war mein Helm. Wahrscheinlich muss ich die sogar aufheben, ne? Ja. Redstone, Magnesium. Verdammt, wo packe ich die jetzt rein, damit du die nicht isst? Ich packe hier draußen bei meinem Herd in eine blaue Schalkerkiste. Ja. Was zu essen rein. Diese Gourmet-Burger, die bitte nicht essen, weil ich brauche 32 Stück für die Quest. Nee, alles gut. Bin zwar verfressen, aber nicht so verfressen. Ich wollte es nur gesagt haben. Fester Tofu. Aber ich habe so den Verdacht, dass wir wahrscheinlich auch was Effizienteres kriegen, um Koks herzustellen. Wäre natürlich schon cool. Von. Was noch fehlt auf meinem Hammer ist irgendwie, dass ich da noch Lack drauf schmeiße. Ja, ich weiß, ich lasse jetzt gerade so ein bisschen Erz hier liegen, aber naja, gut. Gutes Gold nehmen wir doch gerne mit. Was schmeiße ich dafür raus? Komm, du kannst weg von dir, habe ich aber wirklich mehr als genug. Aber es gibt schon so Sachen, die gehen schon wunderbar. Das stimmt. Also wenn man so viel davon machen muss, ist es immer so langziehend und...
Ich habe so die, ich hab so den, den, den Verdacht, dass dann als nächstes so diese ganzen erweiterten Maschinen kommen, die wir dann bauen dürfen. Könnte sein. Das ist eine Kiste. Meine Frage, eine Kiste so in so einer einsamen Insel, Höhle, ist das was Gutes? 50-50. Ich würde einfach mal nur mal mit der Maus drauf gucken, ob das nicht eine Redstone-Kiste ist, weil die könnte sonst in die Luft gehen. Hatten wir doch noch nie gehabt, oder? Dass uns so eine Kiste um die Ohren geflogen ist. Bist denn du? Du bist Silber. Ich brauche ich nicht. Oh, da unten waren wir schon mal. Grab gerade oberhalb von einem von unseren Gängen gerade weiter. Ja. Warum nicht? Destabilisierter Redstone, yay! Und ich grab und ich grab und ich grab. Oh, das war mein Hammer. Nicht doof. Egal. Kann ich Ehrliche einessen. Antwort, ehrliche Antwort, Fragezeichen. Nee. Also, obwohl wir unten schon so ziemlich viel ausgeplündert haben, ich finde dann doch noch ganz schön viel Zeug. Kann man den irgendwie zufällig reparieren? Wäre natürlich geil, wenn das gehen würde, was wahrscheinlich nicht geht. Scheiß auf das Zeug. Okay, scheiß doch nicht drauf. Also, du wirst dich freuen, ich komme mit manch mannigfaltiger Ausbeute wieder nach Hause. Okay. Jetzt wäre es ein bisschen Platin oder sowas, das wäre noch so ein bisschen das Highlight heute. Nee, Kielabis. Okay, so packe ich mal da mit rein. Okay. So, bist du voll. So. Gut, ich muss nur noch eine produktive Ja. Ölproduktion. Kochöl oder Olivenöl. Ja, gut, das haben wir ja eigentlich alles. Ja, ich habe schon alles verbraucht. Ich möchte dann mal sagen, du hast eine sehr, naja, ölhaltige Kochweise dann wahrscheinlich. Ja, wenn ich halt 1000 Öl für so einen Gourmet-Burger brauche, einen ganzen Eimer Öl brauche und ich Bist denn du? 32 Eimer dafür brauche. Ups, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte nach oben. Bambi! Nein. Ich hab Platin gefunden. Schön. Wie viel? Ein Erz. Gut. Ja, gut, mit der Maschine kann man es auch verdreifachen, ne? Oh Gott, das wird. Sofern die geht. Dann. Das wird lustig, wenn er doch dann von dem in das craft, von das in jedes und oh Gott. Das Ja, sind. Aber wir haben. aber ich guck gerade. Wir warten das Dann gleich nochmal. hätten wir 59 Barren schon mal. Wir warten das gleich nochmal. War das nicht irgendwas hier mit den mit der Schmelze- und Anreicherungskammer hier hinten?
Mal gucken. Schau doch immer erst lieber mal die Rezepte, bevor du es einfach reintust. Ne, ihr komplett bevor das. Was? Ja gut, hier käme mich direkt der Barren raus. Gut, wir hätten schon mal drei Platin. Mir ist das Gib mir mal Allerwichtigste. das Platin bitte hier. Gibt sich alles auf einmal aus. Wir haben nicht so viel davon. Oh, Vampi. Ich würde mal diese Erde, die jetzt schon doppelt und dreifach in der Kiste sind, mal hier raus holen. Ja, entweder in eine Schmelze rein oder in den Pulverisierer und dann in den Ofen. Dann wir hätten Zapfquarz-Ohr und Osmium. Ganz viel. Ja. Und ganz viel Netherquarz. Dann hätten wir Apatite, hätten wir ganz viel. Sonst irgendwas von dem Stack? Nee. Hatten wir zwei. Frage. Das kommt da rein und ja, es ist bloß die Frage. Ach, diese Lila in den Shop, die hat sie jetzt alle verbraucht, ne? Wie ich das gerade sehe. Was denn hier? Dimensional. Ich glaube, das Platin kann man, wenn eh, nur verdoppeln. Ja gut, dann brauchen wir für irgendwas Apatitort, Erz. Ach, das war doch das Zeug mit dem Finger, ne? Ja. Ja, das war die Geschichte. Ich würde das Apatit mal als Erz mal reinlegen. Und auch das, den Zertus-Quarz. Prinzipiell immer den anderen Quarz noch mit. So, ich habe nur noch Okay. 5 Platinbarren. Ja, das kriegt man schon noch hin. Das ist, glaube ich, das kleinere Übel. Workshop. So. So, wo baue ich jetzt weiter? Ich war hier unten in der Maschine dran, ne? Ja, jetzt weiß ich wieder, was mir gefehlt hat. Ich brauche noch 32. Kucks. Dann habe ich's. Dann sind wir endlich durch, Gott sei Dank. Dich brauche ich. Ich kann dich dann auch gleich mal reparieren. Sehr schön. Warte mal, kann ich dich nicht? So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte. Ach, das Koks ist der. Ich bastel mir jetzt die Gartenglocke für die Oliven, weil ich brauche ganz viel Oliven. Das ist schön. Da kommen nämlich dann, wenn du dann die Oliven nicht mehr hast, nicht mehr brauchst, die anderen Geschichten da reinpacken, also wie die Eisessenz und sowas. Wo hast denn du, Abgelehnt. Ja, geht weiter. Nee, passt schon. Ich sehe, ich hab gefunden. Was aber nicht das, was ich brauche. Bau, bau. Ich brauche Eisen, Alu, Kupfer, Papier und Blue. Also, ein Eisen. Ich baue, glaube ich, unten für diese Maschine. Also, angesichts der Tatsache, dass das Ding da unten nicht genug, naja. Ich brauche eh gleich Öl. Dieses Teeröl da unten? Ja, von der Kokserei brauche ich gleich das Öl, ja. Ja, weil ich habe da mal, wie gesagt, ich baue da mal ein paar Ja, Tanks. weil ich brauche nämlich Holz. Deswegen brauche ich dieses Holz dafür. Kann man nicht da einfach irgendwie sagen, warte mal, haben wir noch irgendwie einen Fluidduct? Ja.
Weil das ist schon irgendwie ein bisschen, ich will sagen, ein bisschen hinderlich, dass wir für das Zeug da keinen wirklichen Verbrauch mehr miteinander haben. Also nichts haben, was das Zeug effektiv verbraucht. Ja, red weiter. Sieht zwar ein bisschen hässlich aus, aber geht. Mana und Silber. Hab da hier unten mal was reingetan. Ich guck gleich. Also wenn du willst, kannst du da ja gerne ein bisschen was rausziehen. Wir haben da 16 Eimer von dem Zeug. Juhu. Aber war mich meine Frage, was schätzt du eigentlich, wie lange wir für das ganze Projekt brauchen werden? Keine Ahnung. Also halt, wie gesagt, bloß eine Frage. Also ich schätze mal so ein halbes Jahr, was man denke ich mal noch brauchen, oder? Locker. Obwohl, ich weiß ja nicht, wie schnell es dann zum Schluss hingeht. Lässt sich immer ein bisschen schwer sagen. Das ist Osmium, das könnte ich dann auch gleich mit einschmelzen, ja. Die Schub Buichi zeigt, das wolltest du unbedingt herstellen, oder? Ja. Okay. Willst du Alumite herstellen? Ja. Wir hätten drüben noch einen Spitzhackenkopf, da würde es 16 geben. Wo drüben? In unserer alten Basis, da ist noch in einer Kiste, es ist glaube ich da, wo die ganzen Bauteile mal drin waren, da ist glaube ich noch ein einziger Spitzhackenkopf drin. Hättest mir nicht eher sagen können, als ich gesagt habe, ich brauche Alu. Das hab ich dir gestern nicht gesagt. Nee, hast du mir gestern nicht gesagt, wenn ich das gerade gesagt habe. Nein, das, dann könnte ich mal wieder zwei Bahnen herstellen. Boah, das ist so. Ich werde überlegen, ob ich eventuell die Seeds von dem Zeug da herstellen werde. Hat den Alumite? Nee, von diesem. Na, Alumites, die können wir sowieso noch herstellen. Die sind, glaube ich, noch eine Türstufe weiter wie Platin. Okay. Eine Mausche. Ich hab dich lieb, weißt du das? Ach. Ich weiß jetzt nur nicht. Ja. Alumite ist Tier 4. Aluminium ist Tier 4. Nee, Alumite, nicht Ich Aluminium. brauche Aluminium, brauche ich. Ich brauche nicht Alumite. Ich brauche Aluminium. Ach so. Na dann. Und das mache ich nämlich auch aus Shibu. Und Tri brauche ich noch. Triberium. Ja, dann passt es ja. Jetzt ist die Frage, was treibe ich jetzt von Schab? Ich war da dabei. Ich bin am Überlegen, soll ich eventuell die Questline weitermachen? Also mal diese Tier 4, so, das Tier 4 Solarpanel mal in Angriff nehmen. Wollten wir doch so oder so? Oder wolltest du so oder so schon seit Ewigkeiten machen? Weil wir doch vermutet haben, dass wir damit dann irgendwann in eine Tier 3 Bei Questline 3. kommen. Das heißt, ich bräuchte Elektrum. Okay, da fange ich schon mal an. 11 Elektrumbarren, die haben wir ja, glaube ich, da. Wir haben 55, ich glaube kaum, dass wir davon was da haben. So, was war denn das nächste, was dafür braucht? Die. Glas. Weißt du, was ich mich frage? Ja, was denn? Wozu man bei einem Solarpanel Lehm braucht. Frag mich was Einfacheres. Das weiß ich jetzt nicht.
werde gleich mal eine größere Anzahl an Eisplatten herstellen. Nee, dann nur damit du Bescheid weißt. Und ich habe mir was überlegt, Vampi. Ich werde, glaube ich, feste Streaming-Zeiten bei mir einführen. Okay. Also, dass ich sage, ich streame, sagen wir mal, mit dir, das ist ja sowieso im Grunde genommen fest. Und Ja. müssen wir mal gucken. Und dann sage ich, komm, pass auf, ich streame Montag, ich streame Freitag und was weiß ich nicht noch alles. Muss ich mal gucken. Den Microchip Tier 2. Microchip Tier 1. Boah. Also wenn wir irgendwann mal dieses Kristallinzeug da haben, also dieses Kristalline da, da können wir so viel Zeug herstellen. Also von der Anzahl her, aber da können wir dann gleich mal sowas herstellen wie ein ganzes Deck Transistoren und sowas. Ja. Einfach mal so mit dem Bonus. Das Problem ist, das Zeug ist schweineteuer. Also momentan noch. So, Transistoren. Ich brauche Boosting Mixture. Ja, gut. Papier. Boosting Mixture. Dann brauche ich. Ach, wir haben hier eins. Chips noch da. Siehst du? Nehme ich die gleich. Ja, ich krieg das halt. Boosting Mixture, Lumium, Lapis, Lazuli und Netherquarzplatten. Luminum? Netherquarz, hatte ich noch gesagt gehabt bei mir? Aus dem Stuttgart irgendjemand? Ja, es ist auch nachts. Ach, Lapis, das ist der. Lapisplatten. Mana Steel, Premium. Die Iron Plates. Lapis. Das stelle ich wirklich mein ganzes Deck her. So, dann brauche ich das, glaube ich. Und dann das, oder? Jawohl. Aber sowieso ein bisschen mehr davon. So hätten wir das schon mal. Hier kommen immer drei raus. Das ist gut. So, da brauche ich. Ja, so. Ich glaube, ich werde gleich mal eine Runde. Ich glaube, ich werde es einfach machen. Bin mal kurz eine Runde Sandform. Viel Spaß! Oh, es ist ja Dunkelhausen. Ja. Wie schön. Hey, das ist Kohle. Was uns irgendwie noch fehlt, war bis irgendwie so eine Wüste in der Nähe. Es geht eigentlich. Ja, trotzdem, das Das ist Wetter, Sandform doch anonym. viel. Gerät, du Tee. nervst. Jetzt nicht mehr. Beziehungsweise. Halleluja. Beziehungsweise, ich habe da eine andere Idee. Was hältst du davon, bevor wir unsere Maschine da aufwerten für die Erze? Was hältst du davon, wenn wir erstmal diese eine da bauen, um na, halt eben Sand zu generieren? Sand, Erde und Gravel und das ganze Zeug. Ja, das geht halt alles, wenn wir mehr Strom haben. Wie viel produziert denn deine Maschine dann da oben? Immer noch 729 F-Boutique. Na, ich meine, wenn man die über. Wenn man die Tier 2-Rahmen da einbaut, produziert die dann mehr? Wenn wir die Tier 2-Rahmen reinbauen würden, würden wir 4000 EF machen. Allerdings bräuchte ich 24 Strukturframes Tier 2 und 25 Solarpanels von Tier 2. Und dafür aber noch nicht so viele von diesen Tier 2-Kristalle. Ja, okay, das ist ein Problem. Na, ich würde sagen, dann baue ich erstmal das Ding da unten aus, weil da kriegt man auch ein paar mehr Tier 2 Dinger, ne?
Also so ist jetzt meine Vermutung. Hier liegt Nickel drin in rauen Mengen. Nee, wir kriegen nur 5,5 bei Tier 1, 1,26. Wir können eine Kristalllaser-Lens bauen. Dafür müssten wir die nächsten 9 mal 6. Die nächsten 54 Kristalle, Iridium-Kristalle zusammenspannen, dann können wir eine Kristalllens machen, dann kriegen wir eine 5%ige Chance raus. Okay. Und ich sage jetzt mal Tschüss. Aua, immer auf die Kleinen. Ja, ich habe mein Aluminium geschafft. Damit beende ich die YouTube-Aufnahme und sag hasta la vista. Ciao. Ciao.